In der folgenden Übung verbinden wir einen koordinativen Inhalt mit einem Agilitätsinhalt und gleichzeitig mit technischer Versiertheit. Alles, was ihr dafür braucht zu Hause, ihr braucht Schnüre, die ihr zu einem Kreis bilden könnt, 8 Stück. Ihr braucht 4 Stücke, mit denen ihr das Agilitätstraining machen könnt. Und ihr braucht eine Wand. Okay, Paul, spring mit deinem linken Bein in den Ring rein. 3 Sekunden halten, 3 Sekunden halten, ohne aufzusetzen. Und in den nächsten. Jawohl. Oberkörper gerade, schön stabil stehen. 3 Sekunden, jawohl. Und wir gehen eins weiter. Perfekt, schöne Sprünge, sauber landen. Gut stehen und agil, so schnell wie möglich durch die Stangen, schneller. Und 4-mal den Ball gegen den Rebounder spielen. Du kriegst den nächsten Ball hier. 2-mal rechts, 2-mal links, den Ball gegen den Rebounder schnell annehmen. Schön mit der Innenseite oder dem Spann, nicht der Pike, annehmen. Und nochmal links. Okay, und von vorne.